Mr. Futsal, the podcast. Mr. Futsal, the podcast. Mr. Futsal, el podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Vielen Dank wieder fürs Reinhören in den Podcast. Mr. Futsal, euer Futsal-Podcast mit den neuesten Informationen, Gesprächen und Hintergrundfakten. Am Mikrofon wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimer. Heute mit einem Ausflug in die Wissenschaft, was mir natürlich persönlich als auch Wissenschaftler im Bereich Sportökonomie und Sportmanagement besonders gefällt. Und darauf freue ich mich aus dieser Perspektive heute mal, denn wir reden über ein Masterprojekt von meines Gastes. Dieser Gast ist 26 Jahre alt, ist aktuell noch Student, wird jetzt in die Realwirtschaft wechseln, wie man vielleicht manchmal sagt, und hat tatsächlich 2007 schon mit dem Futsal begonnen, darüber reden wir gleich, ist dann 2014 nach Bayreuth, hat dort Futsal begonnen und auch einen Club mitgegründet, dann 2017 zu 1860 Futsal gewechselt und nun seit der Saison 17-18 beim SSV Jahn Regensburg Futsal aktiv. Herzlich willkommen, Luca Pieger. Hi, es ist mir eine Freude, hier zu sein. Ich habe dich gerade ja schon angeteasert, bevor wir über deine Masterarbeit sprechen, die du jetzt im Rahmen deines Studiums verfasst hast. Du hast 2007 bereits mit dem Futsal begonnen, was mit Sicherheit, was mich verwundert hat und mich vielleicht auch ein paar Zuhörer, dass du so früh schon Futsal gespielt hast. Kannst du das mal kurz erklären? Ja, ist eine lange Zeit her. Damals war es, ich würde noch nicht mal sagen, dass uns bewusst war, dass wir jetzt Futsal spielen. Es wurde im Verein bei 60 Rosenheim einfach so festgelegt, dass wir als U15 da teilnehmen. Und es lief dann ganz gut, dass wir uns bis zur deutschen Meisterschaft vorgespielt haben. Also diese C-Jugend, diese C-Jugend-Meisterschaft. Genau, genau. Und dann, klar, was zu Beginn ungewohnt war, war die andere Ballgröße. Aber ansonsten ist es so, wie ich auch heute noch sage, eigentlich das Gleiche wie Fußball, nur alles ein bisschen kleiner und schneller. Und wie bist du dann weiter am Futsal hängen geblieben? Oder wahrscheinlich war es dann nur wieder dieser Winterrhythmus im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr? Genau, ging die Jugend über so weiter, dass wir immer im Winter an dem ein oder anderen Futsalturnier teilgenommen haben, bis ich in den Herrenbereich kam. Da bin ich auf den Franz Xaver Pelz gestoßen, der wahrscheinlich dem ein oder anderen noch was sagen dürfte. Der war als die DFB All-Stars zusammenkamen und ihre beiden inoffiziellen Länderspiele hatten, war der mit im Kader. Am Nürburgring damals, war ich selber genau, vor Ort damals, richtig? Genau. Und der hat mich dann immer weiter so in den Futsal mit hineingezogen, dass wir das Ganze auch, ja, damals noch nicht zwingend parallel zum Fußball, aber zumindest weiter ausgedehnt haben als die klassische Hallensaison. Und so wurde das Stück für Stück, Jahr für Jahr immer mehr. Dann bist du ja mit deinen 26 Jahren ja wirklich schon ein Großteil deiner Fußball-Futsal-Karriere im Futsal aktiv. Das hat man jetzt auch noch nicht so häufig gehört. Hast du dann, nachdem du jetzt bei Regensburg warst, dort natürlich dann ordentlich durchgestartet, auch mit der Nationalmannschaft, Nominierung und Lehrgängen. Wie viel hast du mitgemacht? Lehrgänge weiß ich nicht. Ich habe jetzt 4 Länderspiele gemacht. Dann hat sich ja schon mal, kann man ja heute sagen, diese C-Junioren-Meisterschaft damals als Einführung hat somit ja indirekt einen Nationalspieler hervorgebracht. Kann man so sagen. Der Grundstein wurde auf alle Fälle gelegt, sagen wir so. Das ist immer schön, wenn man über diese Maßnahmen hier nachdenkt, dass es doch gut war, in den Jugendbereichen umzustellen. Und jetzt sieht Absolut. Man die Früchte mit dir. Die meisten haben sich vielleicht vermisst, natürlich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, die erst vor einigen Wochen stattgefunden hat, mit einer guten Leistung von Jahn Regensburg, leider nur Vizemeister geworden, weil der Kader ja auch etwas eng war. Ja, und du hast gefehlt. Was war denn los? Ich war letztes Jahr in Australien, habe dort
auch Futsal gespielt und habe mir als Andenken und Souvenir eine Schambeinentzündung mit heimgebracht. Und die habe ich leider immer noch nicht ganz auskuriert, was eigentlich seltsam ist, weil ich seit einem Jahr daran rumlaboriere und trotzdem es nicht wirklich besser wird und dementsprechend dem Einsatz entgegenstand, leider Gottes. Ja, hört man natürlich nicht gerne, besonders solche Verletzungen, die nicht wirklich direkt bearbeitbar oder behandelbar sind, sondern die man wirklich auskurieren muss. Und dann immer die Unsicherheit besteht natürlich, wird es wirklich besser oder nicht. Ja, absolut, absolut. Aber du versuchst es jetzt sportlich dann jetzt den Angriff zu nehmen jetzt zur neuen Saison und schauen, ob es Ja, irgendwie funktioniert. auf alle Fälle. Ich hoffe, dass es hält. Es ist immer komisch, wenn ich mich nicht bewege oder nur laufen gehe, dann sind keine Schmerzen da. Es kann aber leider Gottes bei jedem blöden Schritt oder bei jedem blöden Pass auf dem Feld passieren, dass die Schmerzen wieder da sind. Ja, dann war es ja vielleicht auch dahingehend gut, dass du nicht spielen konntest, denn du hast ja jetzt deine Masterarbeit verfasst in den letzten Genau. Monaten, wenn man das mal so die positiven Seiten sehen möchte. Und diese Masterarbeit, deshalb bist du natürlich auch heute hier im Podcast, war über Futsal. Kannst du Genau. zum Einstieg ganz kurz die Forschungsfrage und das Thema deiner Arbeit mal erklären? Ja, klar. Das Thema war Professionalisierung und Governance und Professionalisierung im Futsal. Und das Ziel war, die internationalen Verbandsstrukturen, insbesondere Deutschland und Australien, miteinander zu vergleichen und dann im nächsten Schritt zu versuchen, ein Konzept zu entwickeln, das man Verbänden oder Vereinen mit an die Hand geben kann, um sich selbst im Futsal zu professionalisieren. Also aus Und Sicht der ja. Vereine, was kann ein Verein tun, um selber professionell zu arbeiten? Naja, ich habe in dem Zusammenhang Interviews geführt und die Quintessenz der Interviews war, dass wir in Deutschland uns eigentlich gar nicht darüber im Klaren sind, was wir für ein Glück haben und was wir für einen enormen Vorsprung anderen Ländern gegenüber haben durch unsere Fußball-Bundesliga und wie sie auch aktuell aufgestellt ist, dass Vereine sich ganz, ganz plump gesagt, daran orientieren können und versuchen sollten, da entweder Wissen abzuschöpfen oder Kontakte herzustellen, noch nicht mal zwingend Kooperationen einzugehen, die definitiv wünschenswert wären, aber im ersten Schritt einfach die Erfahrungen, die im Profifußball gemacht wurden, auf den Futsal zu adaptieren und daraus zu lernen und das umzusetzen. Hört sich erstmal so im Groben an, als ob es wieder das deutsche Phänomen der negativen Berichterstattung oder der Selbstkritik ist, dass man sich vielleicht Absolut. vieles kleiner redet, als es eigentlich ist und vieles vielleicht kritisch sieht. Das ist ja Absolut. manchmal so eine Sache. Also ich bin ja auch selber nicht gerade der unkritischste Typ, muss ich ja dann eben auch sagen. Die mich kennen, wissen das auch. Und das würde ich für mich auch unterstreichen. Bevor wir über diese interessanten Unterschiede sprechen und auch Implikationen, nur für die Zuhörer auch für mich, wie genau oder wen hast du befragt in dieser Studie? Das waren drei Experten, darunter ja auch du aus Deutschland, einer, der beim DFB arbeitet und noch ein anderer Vereinsvertreter und drei aus Australien, darunter der CEO von Futsal Oz und zwei, die würde ich sagen, in den Schnittstellen zwischen Futsal Oz als Verband und den angegliederten Vereinen irgendwo in den Schnittstellen arbeiten. Und ja, genau, die sechs Leute waren das. Also erstmal von jedem Verband oder aus jeder Liga, aus jedem Land wirklich einen Vereinsvertreter, einen Verbandsvertreter und einen allgemeinen Vertreter, Genau, der die Lage einspricht. Okay, klingt ja schon mal gut. Auch ich finde auch die Auswahl finde ich gut, weil ich jetzt auch mal auf den ersten Blick gesagt hätte, dass der Futsal in Australien
uns nahe ist, zwar ein bisschen weiter ist in der Entwicklung und auch in der Historie, aber vom Professionalisierungsgrad wahrscheinlich, ich kenne mich nicht so sehr aus, aber ähnlich ist. Wie bist du auf Australien gekommen? Das war dem ge oder kam dadurch zustande, dass wir, als wir 2017 in Schweden und Finnland waren, beim UEFA Futsal Cup mit Jan Regensburg, war der Peter Parthimas, der Gründer von Futsal Oz, mit dabei und hat uns als Team unterstützt, war mehr oder weniger als Teammanager mit am Start. Und über die Gespräche mit ihm haben wir dann das auch festgemacht, dass ich irgendwann im Laufe meines Masterstudiums für ein Praktikum nach Melbourne komme. Und ja, so hat eins zum anderen geführt, dass ich Ende, oder was heißt Ende, Mai letzten Jahres bis August bei Futsal Oz ein Praktikum machen konnte, dort dann auch gespielt habe und festgestellt habe, dass sie uns, wie du sagst, zwar den einen Schritt voraus sind, aber noch nicht so weit voraus sind, dass es uneinholbar scheint. Aber dennoch eine andere Struktur im ganzen Futsal verfolgen oder im Sport im Allgemeinen. Ist natürlich super, wenn du jetzt beide Ligen auch als aus der aktiven Spielerszene heraus erlebt hast. Was würdest du denn sagen im Vergleich zu Deutschland, wie das System, oder nicht im Vergleich zu Deutschland, sondern generell, wie ist die Liga, das Ligasystem aufgebaut? Wie viele Ligen gibt es? Welche, ja, verschiedenen Regionen gibt es, oder wie machen das die Australier aktuell? Verschiedene Regionen. Also es gibt für jeden, Australien ist ja in mehrere Bundesstaaten aufgeteilt, darunter Melbourne mit dem Bundesstaat Victoria. Und in Victoria gibt es eine eigene erste Liga, würde ich sagen, die heißt Serious Futsal Victoria. Und für jeden anderen Bundesstaat gibt es auch eine eigene Serious Futsal. Und die treffen sich einmal jährlich zu den sogenannten Nationals und spielen da ihren nationalen Meister aus. Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, in den letzten, seit Gründung von Futsal Oz ist genau 2 oder 3 Mal passiert ist, dass keine Mannschaft aus Victoria gewonnen hat. Also somit im Großraum Melbourne auch die besten Futsalvereine beheimatet sind. Wie Und viele? ich Kannst du es abschätzen, wie viele Vereine es in, also in ganz Australien oder dann wenigstens in Melbourne da gibt, wo du warst? Ich würde sagen, in Melbourne dürften es um die 50, 55 Vereine sein. Und ganz Australien, gut, du hast den Ballungsraum Melbourne, du hast Sydney und dann hast du auf der Westküste noch Perth. Aber sonst hast du ja keine, klar, weiter oben noch Brisbane, aber das würde ich jetzt im Futsal nicht mehr als Ballungsraum bezeichnen. Von dem her, insgesamt würde ich sagen, sind es gar nicht so viel mehr als in Deutschland. Also wenn es 200 sind, sind es viele, würde ich behaupten. Ja, dann kommt das ja ungefähr hin. Wir haben ja auch Genau. 160, 170 Teams, Genau. Clubs vielleicht 140 sind es, glaube ich. Und gut, dann ist das ja schon wirklich gut vergleichbar. Und jetzt hast du angesprochen, dass aus diesen Ligen, die auch sehr ähnlich sind, aber dann doch Unterschiede zunächst zu erkennen waren hinsichtlich der aktuellen Professionalisierung. Wie sieht's da in aktuellen Australien aus? Verdient da die Spieler was? Und wie ist da Die die Professionalisierung vorangeschritten? Spieler verdienen teilweise was. Also es gibt die angesprochene Serious Futsal Victoria mit 8 Mannschaften. Und die Philosophie von Futsal Oz ist, dass eine Liga 8 Mannschaften haben sollte. Das Ganze dann nach unten durchgehend mit Platz 7 und 8 ist ein Absteiger. Und dann gibt es eine zweite Liga, die State League Championship. Zwei aus acht Mannschaften steigen ab. Genau. Das ist aber So, hart. die Philosophie ist, dass du hast einen Meister, du hast einen Vizemeister, dann hast du Platz 3 und 4, die sich am Ende der Saison für den Futsal Oz Cup, vergleichbar mit einem Ligapokal, qualifizieren, sodass du aus diesen 4 Mannschaften nochmal ein kleines Showturnier veranstaltest.
Platz 5, der bleibt verschont, für den passiert gar nichts. Und dann, Verzeihung, nicht zwei Mannschaften, sondern es sind sogar drei. Platz 6 und 7 spielen Relegation und Platz 8 geht direkt runter. Das heißt, somit hast du sichergestellt, dass in einer Achterliga um jeden Platz gestritten werden kann und du auch bis zum Ende der Saison irgendwo noch eine Spannung aufrechterhalten kannst und eigentlich jede Spielpaarung dann auch die anderen beeinflussen kann. Und das geht dann bis zur fünften Liga runter, immer in Achterteams. Im Bundesstaat Melbourne, was du jetzt mal, oder wie, Genau, im Victoria. Bundesstaat Victoria, Okay. genau. Und darunter gibt es dann, ich weiß nicht, wie man es mit Deutschland am besten vergleichen könnte. Ich würde behaupten, darunter gibt es dann Social Leagues, nennen die sich. Da hast du aber keine Vereine. Das sind eher halt Kumpels, die sich zusammenschließen und einmal wöchentlich zum Kicken kommen. Das ist Also wie die vielleicht Hobbyliga in Greifswald zum Beispiel. genau. Und über diese Social Leagues kannst du aber trotzdem in die sogenannten Elite Leagues aufsteigen und somit eine Durchgängigkeit gewährleisten. Bezahlung findet statt in den, würde ich sagen, in den ersten beiden Ligen. Auch nicht bei jedem Verein, aber schon beim Großteil der Vereine. Aber dennoch weit davon entfernt, dass du sagst, da sind Vollprofis am Werk. Von der Art und Weise, wie Spiele organisiert werden und wie die Spieler sich verhalten, würde ich sagen, sind sie ein Stück professioneller als wir, aber auch wieder nicht den uneinholbaren Schritt voraus. Wie sieht es aus mit einmal Trainingszeiten? Wie oft trainiert man so in den Top-Ligen? Reden wir vielleicht mal über diese erste Liga in Victoria. Das ist ja vielleicht ein ganz guter Vergleich mit unseren fünf Regionalligen, wenn man das so als Vergleichsmaßstab nehmen kann, wahrscheinlich. Ja, wie sieht es da aus? Und Zuschauer, genau. Trainingszeit und Zuschauer. Trainingszeiten im Team selber würde ich sagen 2 bis 3 Mal die Woche, wobei alle oder mit großer Mehrheit alle Spieler dann auch noch mindestens einmal in der Woche in diesen Social Leagues gespielt haben, sodass ich sagen und teilweise dann auch in ihrem eigenen Team geblieben sind und dann halt mit 3, 4, 5 Leuten aus dem Team zusammen mit ein oder zwei Freunden, die in keinem Elite League Team spielen, dann in der Social League aktiv waren, sodass ich sagen würde, die sind bis zwischen 4 und 5 Mal in der Woche auf dem Platz. Okay, das ist schon ein gutes Pensum, was man in Deutschland vielleicht aktuell vielleicht bei fünf, sechs Clubs hat. Genau. Dieses Pensum. Und Zuschauer, kannst du da was sagen? Zuschauer. Die Halle ist relativ, oder der Court ist relativ kompakt gehalten. Ich glaube, dass auf dieser Tribüne, weil alles, stimmt, das muss man an der Stelle noch erwähnen, dass die Serious Futsal Victoria an einem Ort gespielt wird. Also es haben nicht 8 Teams, 8 Hallen, sondern dadurch, dass du im Großraum Melbourne bist und alles dicht auf dicht gedrängt ist, gibt es eine Halle in Thomastown, die dann die Ausrichtung aller Spiele übernimmt, die auch die Live-Übertragung übernimmt. Live auf Facebook waren es, denke ich, immer zwischen 150 und 200 Zuschauern, die die ganze Zeit über dabei waren. Und zum Spieltag Freitagabend war diese Tribüne eigentlich durchgehend voll besetzt mit, ich müsste lügen, zwischen 400 und 600 Zuschauern. Also die Stimmung wahrscheinlich dann ganz gut auch. Extrem gut, extrem gut. Ist natürlich interessant, dass man es auf diesem Niveau auch in diesen Sammelspieltagen weiterhin macht. Das ist natürlich in Deutschland vielleicht in Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet möglich, aufgrund der Dichte der, oder im Niederrhein, Mittelrhein noch. Ansonsten haben wir natürlich wahrscheinlich zu weite ja, Entfernungen. Wie fandst du das, diese Erfahrung des Sammelspieltags auf diesem Niveau? Zu Beginn
weil ich es nicht gewohnt war, gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich, du gewöhnst dich relativ schnell dran und dann hat es auch einen gewissen Charme. Vor allem, wenn es zum Ende der Saison hingeht und du weißt, oh, jetzt spielt Platz 3 gegen 4 gerade und wenn die gewinnen, sind sie zwischenzeitlich Erster und das beeinflusst dann gleich die Paarung, die danach kommt. Die verfolgen das Spiel auch, nehmen vielleicht ein bisschen die hitzige Stimmung des Spiels mit auf. Lauter solche Aspekte, die dann auch ihren eigenen Charme haben. Wobei ich sagen würde, auf lange Sicht, und das ist aber auch definitiv Ziel von Futsal Aus, wollen sie das Ganze so weit in Richtung einer Franchise bringen, dass dann auch jeder Verein mehr oder weniger seine eigene Halle baut oder in Kooperation mit Futsal ausbaut, sodass dann schon Heimspieltage und eigenständige Spieltage organisiert werden. Wie sieht es mit Jugendbereich aus? Das ist noch so ein großer Aspekt, wenn wir über Professionalisierung Komplett sprechen. durchgängig. Oh, okay. Kein, es ist mehr Zulassungs- oder Teilnahmevoraussetzung für die erste Liga, dass du Junior-Teams hast. Und mit, ich glaube, ein oder zwei Ausnahmen, die keine komplette Jugendabteilung haben, sondern nur vereinzelte oder dann sich wie zu Spielgemeinschaften zusammengeschlossen haben, hatten alle Teams von Kids, also unter 8 oder ja genau unter 8-Jährigen, dann unter 10, unter 12, U14, 16 und dann U21 Okay, dann ist Teams. ja wahrscheinlich der Punkt sogar der größte Differenzierungspunkt zwischen Absolut, dem ja. Status, ne? Und dabei dann auch ein Differenzierungspunkt, dass du schon mit 16 in der Series Futsal mitspielen darfst. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen an alle, die zuhören. Wenn Entscheider zuhören, bitte auch in Deutschland. Also das behindert uns auch wirklich ganz stark massiv in Deutschland, finde ich, dass wir diese 16-Jährigen nicht abfangen können. Auch bei uns bei Fortuna Düsseldorf, wir versuchen das auch mit einer Jugend, aber wir haben auch viele 16-, 17-Jährige und es ist einfach schwierig, ohne existierende Liga für diese Altersbereiche einen Spielbetrieb zu organisieren. Also das kann man auch mal rausgeben. Wahrscheinlich funktioniert das auch gut, oder? Also ich kann mir War vorstellen, so ein 16-Jähriger kann da mithalten. Also. auch mein Empfinden. Klar, du hast wie in jeder Altersklasse den einen Jungen, der seinem Alter voraus ist und den anderen, der vielleicht noch körperlich eher bei den 14- und 15-Jährigen einzuordnen ist. Aber keiner, auch wenn du mit den Jungs gesprochen hast, keiner findet, dass er jetzt da nicht mithalten kann oder für keinen ist es hinderlich, wenn er das Gefühl hat, etwas schwächer zu sein. Die sind alle geil drauf, wenn ich so sagen darf, bei den Großen mitspielen zu dürfen und sind dann auch froh, wenn sie 2, 3, 4 Minuten Einsatzzeit bekommen und saugen diese Luft einfach auf und freuen sich darauf. Von dem her kann ich dann nichts Negatives erkennen. Wie sieht es aus mit Frauen? Futsal ist ja bei uns leider in Deutschland auch noch sehr, sehr rudimentär mit nur einer Liga überhaupt. Wie machen das die Australier? Im Jugendbereich, ich glaube, bis zu den unter 12-Jährigen ist es gemeinsam, Jungs und Mädels. Und da spielen auch einige Mädels mit. Und bei den Damen ist es meines Wissens sogar so, dass nicht nur 16-Jährige mitspielen dürfen, sondern sogar auch schon 15-jährige Mädels. Somit auch eine komplett eigenständige erste Liga bei den Damen in Victoria stattfindet, die vom Niveau her, ich weiß gar nicht, wie viele Galaxien wir da hinterher sind, aber uns Lichtjahre voraus sind. Krass, ja, also wenn die so eine organisierte Liga und auch Jugendbetrieb im Frauenbereich schon haben, ist das ja wirklich weit weg. Jetzt mal mit Sicherheit Münster außen vor, weil ich glaube, die Münsteraner Mädels auch in Europa gut ein Wörtchen mitreden können. Ja, definitiv. Das hatte ich auch in dem Aber Podcast vor ein paar Wochen. Ja.
das ist, denke ich, eher die Ausnahme als die Regel in Deutschland. Leider ja, ne? Leider ja. Dann letzter Punkt, um das australische System vielleicht zu verstehen, die Nationalmannschaft. Seit wann gibt es die und wie ist die international kompetitiv unterwegs? Die australische Nationalmannschaft gibt es seit Ewigkeiten und sie haben auch mit einer Ausnahme bis jetzt an allen WM-Endrunden teilgenommen, sind aber nie über die Gruppenphase hinausgekommen. Weil sie immer in Ozeanien sich qualifizieren und dann natürlich wenig Konkurrenz Genau, haben, ne? genau. Okay. Aber dennoch, gut, klar, sie haben als Konkurrenz oder mit in dem Topf dann zumindest auch Thailand, die ja einen sauberen Ball spielen, sind aber bis dato nie über die Gruppenphase hinausgekommen. Und da ist das einzige Manko, das es in Australien aktuell gibt, dass du eben mit Futsal Aus eigentlich einen privaten Anbieter hast und der Fußballverband dem Ganzen noch hinderlicher oder noch mehr entgegensteht, als es vielleicht in Deutschland den Anschein erweckt. Und einfach gar kein sichtliches Interesse an Futsal hat. Und somit sich die australische Nationalmannschaft auch immer wieder über irgendwelche Privatveranstaltungen die Spieler rekrutiert und eigentlich immer nur kurz vor den großen Turnieren zusammenkommt. Das heißt, du hast eine WM und dann ist 2,5, 3 Jahre Sendepause und dann trifft man sich wieder im Jahr vor der WM und spielt ein bisschen und fährt dann zur WM. Also in dem Bereich sogar wieder jetzt, nachdem einige Bereiche besser ausgebildet waren, der Bereich wiederum sehr, sehr rudimentär eigentlich ausgebildet, der Genau. Nationalmannschaft aus diesem Konflikt heraus, dass eben die Australier den Weg gegangen sind, den auch einige in Deutschland immer mal wieder gefordert haben, sich vom DFB abspalten, eigene Ligen gründen, wie im Beachsoccer. Dort ist das ja auch passiert mit einer privaten Genau. Liga. Das hat man also gemacht in Australien. Wann? Weißt du, wann die Liga an den Start ging? Das erste Mal? Futsal Aus wurde 2006 gegründet. Also ja, vor 16 Jahren. Doch schon uns noch deutlich voraus. Ja, ja. Was sind denn die Gründe, das ist natürlich jetzt ganz spannend, die du wahrscheinlich auch befragt hast bei deinen Gesprächspartnern. Was sind denn die Gründe, warum sich der australische Fußballverband warum die da so kritisch sind? Denke, das sind ähnlich fadenscheinige Gründe, wie du sie auch in Deutschland zu hören bekommst, dass du vermut oder unausgesprochen der Fußball immer Angst hat, dass der Futsal ihm einen Rang ablaufen könnte, was in meinen Augen durchaus rein, wenn man das Spiel betrachtet, hat ein Interviewpartner von mir gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, wenn du jemanden hast, der noch nie ein Fußball und noch nie ein Futsalspiel gesehen hat und du zeigst ihm beides, wird er sich für Futsal entscheiden, weil da mehr Spannung geboten ist, weil da einfach was passiert. Aber unter dem Aspekt, wie beide im Moment aufgestellt sind, braucht sich der Futsal keiner Illusion hingeben, du wirst den Fußball auf absehbare Zeit nicht einholen. Und das ist ja auch in meinen Augen überhaupt nicht der Anspruch des Futsals. Du willst einfach wahrgenommen, akzeptiert werden und vielleicht auch dem Fußball die so oft genannten neuen Geschäftsfelder bieten, dass der Fußball noch weiter wachsen kann. Aber all das wird vom Fußball auch in Australien nicht wahrgenommen, nicht anerkannt oder man sträubt sich dagegen. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn man noch die Macht hat, es zu blockieren, es irgendwie zu blockieren oder klein zu halten, statt zu sagen, ja, wir helfen euch beim Wachsen und widerspricht eigentlich dem, was Australien sonst ausmacht und groß macht, dass Melbourne die Welthauptstadt des Sports ist und da Tausende von Sportarten nebeneinander parallel existieren. Und der Fußball ist dann in der Hinsicht wieder egoistisch und hat Angst, dass ihm irgendjemand den Rang abläuft.
Also das hört sich ja fast auch noch schlimmer an als in Deutschland, muss man ja schon fast sagen, da ja hier wenigstens die nach einigen Jahren doch bei einigen im Fußball die Erkenntnis einsetzt, dass so ein paar einige Berührungspunkte existieren, die ja auch in der Fußballausbildung helfen. Ja, nicht umsonst fährt FC Barcelona das Doppelmodell, Juventus Turin beginnt jetzt mit dem Doppelmodell, mit der Doppelausbildung Futsal Fußball. Gibt es da irgendein Vorreiter unter den Fußballclubs in Australien, der diese Futsal-Ausbildung einbindet in die Fußballausbildung? Ja, es gab in der Zeit, als ich dort war, gab es den ein oder anderen Verein, die auch, ich kann jetzt leider nur nicht genau sagen, wo, in welcher Spielklasse sie unterwegs waren, aber es war zumindest schon weiter oben, dritte, vierte Fußballliga, die auch im Laufe der Winterperiode immer wie ein- bis zweimal wöchentlich sich einen Court gebucht haben und dann ein Futsaltraining abgehalten haben. Mhm. Aber dass ja, die angesprochenen Vorreiter das noch bei Weitem nicht irgendwie gang und gäbe ist. Du hattest ganz am Anfang angesprochen, dass wir in Deutschland vielleicht etwas zu negativ sind mit unserer Entwicklung und uns vielleicht kleiner reden, als uns andere sehen. Jetzt hast du ja wahrscheinlich deinen Gesprächspartner in Australien, dasselbe, was du uns jetzt über das australische System erklärt hast, über Deutschland erstmal erklären müssen. Mhm. Wie war das Feedback so? Was war das Positive oder wo war auch manchmal im Gegensatz dann zu sagen, oh, mehr weiter seid ihr nicht? Ja, es war eher diese Ernüchterung nach meinen Erzählungen, dass man sagt, naja, wie kann ein Land wie Deutschland so weit hinterher sein? Wie kann man das so lange verpennt haben? Weil ich denke, jeder, der mal mit auch beim DFB mit unterwegs war oder auch die Erfahrungen, die ich bei der Studenten-WM machen konnte, sobald Deutschland, und da ist es egal, ob es Fußball oder Futsal ist, sobald das Ausland hört, da kommt die deutsche Nationalmannschaft, ist das eine Wirkung, die ihresgleichen sucht. Da kann die Futsal-Nationalmannschaft im internationalen Vergleich noch so abgeschlagen in Anführungszeichen sein, aber die Wirkung, die Deutschland nach außen hat, haben wir nicht vor Augen. Und das war auch dort deutlich, dass am Ende des Gesprächs immer hieß, naja, so Deutschland wird seinen Weg schon machen und wir sind alle gespannt, wann Deutschland durchstartet, weil die Mittel und die Disziplin so ungefähr, die habt ihr ja. Also sie sehen uns immer noch den schlafenden Riesen, der jetzt eben erwachen muss. Genau, vor dem sie aber auch allesamt Riesenrespekt haben. Mhm. Haben sich deine Gesprächspartner in Australien auch mit der mal Spiele angeschaut, um das Qualitätsniveau zu sichten und das einzuschätzen? Ja, zwei, die in Australien spielen, waren ja auch mit uns beim Futsal Cup. Der eine war André Caro, der vielleicht dem einen oder anderen was sagt, und der andere, der in Australien eine absolute Legende ist Fernando de Moraes, der als eigentlich Fußballspieler nach Australien kam und auch in der A-League Einsätze hatte und bei South Melbourne als absolute Legende abgetreten ist und die Futsal-Nationalmannschaft Australiens, glaube ich, bei drei Weltmeisterschaften als Kapitän aufs Feld geführt hat. Der hat gesagt, so war auch mein Empfinden, dass in der Spitze dürfte Deutschland vielleicht mindestens auf Augenhöhe sein, aber in der Breite ist Australien um einiges besser aufgestellt. Mhm. Also ich denke, gerade Hohenstein, jetzt als amtierender deutscher Meister, dürfte auch in Australien ein Wörtchen um den Titel mitreden, aber danach die Breite ist in Deutschland einfach noch nicht gegeben. Du hast am Anfang auch den Vorsprung der Bundesliga angesprochen, mit dem uns dann die Australier vielleicht etwas beneiden. Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, so wie einmal die Australier die Bundesliga sehen und wie wir Deutsche aus deinen Gesprächspartnern dann dieses Projekt Bundesliga betrachten?
Die Australier sehen das dahingehend extrem positiv, als sie die Vermarktung der Bundesliga so extrem gut finden, dass sie sagen, naja, es ist ja erstaunlich, wir leben am anderen Ende der Welt und können nachts aufstehen und die Bundesliga live sehen. Und dass wir können es mit englischen Kommentatoren, wir können dies, wir können jenes aus der deutschen Bundesliga und wir kriegen die News eigentlich schon vorgekaut und in Häppchen serviert. Und das eben mit manch anderen europäischen Ligen noch nicht ganz so ist oder jetzt erst kommt und das mit der Bundesliga eigentlich schon seit 2006, seit die WM in Deutschland war, so ist. Und von dem her, man die Strahlkraft der Bundesliga einfach auf das komplette Fußball- und dann auch Futsal-System gedanklich überträgt und sagt, naja, wenn ihr das könnt, dann müsst ihr doch alles andere im Fußball auch locker flockig aus der Hüfte können. Also man verbindet dann wahrscheinlich dieses Konstrukt und diese emotionale Aufladung der Fußball-Bundesliga mit dem Begriff Bundesliga, dann auch mit der Futsal-Bundesliga. Genau. Ist es aus deiner Sicht oder auch dein Gesprächspartner, ich weiß nicht, ob sich einer dazu geäußert hat, aus dem Aspekt heraus eigentlich positiv, die Bundesliga auch Bundesliga zu nennen, oder hätte man sie doch differenzierter benennen sollen, dass man nicht diese Erwartungen schürt, die vielleicht dann nicht eintreffen und entsprechend befriedigt werden können? Nee, da kann ich, war nie oder kam nie auf die Überlegung. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, würde ich auch nicht sagen, dass es negativ wäre, die Futsal-Bundesliga Bundesliga zu nennen, weil du allein durch den Begriff einfach von dieser Strahlkraft profitierst und dennoch jedem bewusst ist, okay, in dem Bereich ist Deutschland ein Stück hinterher. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, zumindest wenn du im Ausland die Frage stellst, wie lange dauert es, bis Deutschland wettbewerbsfähig ist, dann sagt dir jeder, naja, das ist nur eine Frage der Zeit, nicht wann, sondern es kommt sicher. Du hast im Eingang auch, oder ein Teilaspekt war ja auch Governance der Arbeit. Was kannst du darüber sagen, über die Ansichten, über was Bundesliga-Vereine oder professionelle Vereine im Futsalbereich aufweisen sollten und was fehlt vor allen Dingen? Muss man, denke ich, auch differenziert betrachten, ob man jetzt auch aus Futsal-Sicht sagt, weil man will die Kooperation mit dem Fußball intensivieren, dass man sagt, du kannst mit dem Futsal auch aus Governance-Sicht eben helfen, dem Fußball neue Geschäftsfelder zu erschließen und da einer. Ja, ich denke, wir sind weit davon entfernt, dass der Fußball irgendwo stagniert. Aber gerade wenn du dir Corona mal außen vor, was da für Folgen auftreten möchten, aber die gerade Entwicklungen der Ablösesummen, Gehaltsentwicklungen müssen irgendwann eine natürliche Grenze haben. Und somit braucht der Fußball irgendwann ein neues Geschäftsfeld, um wieder weiter wachsen zu können, um neues Geld verdienen zu können. Und dafür würde sich Futsal mehr als gut eignen. Wenn du das Ganze jetzt vom Fußball losgelöst betrachtest aus Futsal-Sicht, dann hast du eine extrem attraktive Sportart, die vielleicht auch andere Sportarten, die eher aus der Halle kommen, anziehen finden könnten, dass du sagst, naja, du hast die technischen oder taktischen Aspekte des Basketballs, des Handballs, aber da hast du aktuell Zuschauer, die mit dem Ball am Fuß, mit dem großen Fußball nichts anfangen können, aber die sehen dann im Futsal eben ihre taktischen Aspekte wieder, die sehen, dass da Spielzüge einstudiert werden und finden dann vielleicht auch über diesen Weg Gefallen am Spiel mit dem Ball.
Gibt es da hinsichtlich dieser Tendenzen, dieser Verbindung, Verschmelzung, Fußball, Futsal, was war so der Tenor, was auch die Bundesliga dann betrifft, die Ausrichtung? Hast du da noch was Schönes aus den Interviews rausziehen können? Ja, die Quintessenz, das werden manche in Deutschland mit Sicherheit nicht gerne hören, aber die einstimmige oder fast einstimmige Meinung war, dass der Futsal in Deutschland ein gutes Stück weiter wäre, wäre er nicht unter dem Deckmantel und der Schirmherrschaft des DFB. Also wenn man den Futsal eigenständiger organisieren würde, und da meine persönliche Meinung ist, es muss noch nicht mal losgelöst und eigenständig vom DFB sein, aber du brauchst innerverbandlich so weit eigenständige Strukturen, dass dieser Futsal sich auch autonom und autark organisieren und arbeiten kann und nicht wie soll ich sagen, auf Anweisungen und Richtungsweisungen der Fußballer angewiesen sein darf. Also wenn Entscheidungen im Futsal zu treffen sind, dann müssen die von Personen getroffen werden, die für Futsal zuständig sind und sich im Futsal auskennen. Und dann ist es hinderlich, wenn da die Entscheidungen oder die Ideen zwar von Futsalern vorbereitet werden, aber von Fußballern unter dem Gesamtkonstrukt des deutschen Fußballs organisiert werden müssen. Ja, also da habe ich auch schon viele Stories gehört, die das auf jeden Fall unterschreiben oder auch miterleben mit den Ligaorganisationen und Wachstum, was, glaube ich, gut tun würde, wenn man das entkoppelt und viel eigenständiger ist. Hat sich in deinen Interviews eine Lösung oder ja, bestimmte Modelle ergeben, wie man genau dieses Problem vielleicht lösen könnte in der nahen Zukunft? Ja, ein Interviewpartner hat das Ganze dann auf FIFA-Ebene einfach durchgedacht, aber ich denke, das ist dann egal, ob du es auf FIFA-Ebene oder auf nationaler Ebene durchspielst, dass er sagt, du brauchst einen eigenen Verband, der ausschließlich für Futsal zuständig ist. Und du brauchst dann den Fußball-Gegenpart, den du ja egal auf welcher Ebene schon hast. Und beide müssen zusammenarbeiten. Also beide müssen sich dahingehend einig sein, dass jeder sein Zeug macht, aber in wegweisenden Entscheidungen und in vielleicht auch Kooperationsentscheidungen musst du eine gemeinsame Entscheidung treffen, um gemeinsam beides voranbringen zu können. Ja, in Spanien ist gerade der Clash ja zwischen dem Fußballverband und der LNFS, genau. Ist ja genau der Clash gerade, der sich dort ergibt, ne? Genau. Und aber eine hundertprozentige Lösung, wie man's umsetzen könnte, lag leider noch nicht vor. Gab es noch Aussagen zu dem Problem in der Bundesliga, die jetzt mit dieser Einführung kommen, auch Stichwort Legionärstum und auch mit Blick in Australien, gibt es da auch das Legionärstum, aber natürlich ist man in Australien weit weg erstmal von anderen Futsalmärkten als in Deutschland, wo eben der holländische, tschechische und polnische Futsalmarkt vielleicht manchmal nicht mehr weiter als 50 Kilometer entfernt ist. Gab es dazu Äußerungen oder auch, oder wie sagt man das, Befürchtungen? Ja, auch grundsätzlich sind alle nicht oder ist keiner wirklich abgeneigt davon, irgendwelche Spielerbegrenzungen einzuführen, egal ob wie du die Nationen da eingrenzt. Ich persönlich fände das System recht charmant, dass du nicht sagst, du darfst maximal 3 Nicht-EU-Spieler haben, sondern ich wäre eher ein Befürworter dessen, dass du sagst, du kannst auch 10 Brasilianer haben und 3 Deutsche, aber dann müssten die 3 Deutschen halt durchspielen, dass du immer mindestens 3 Europäer auf dem Feld hast. Fände ich persönlich ein charmanteres System, dass du dann ja auch irgendwo gezwungen bist, wenn du mehrere Ausländer hast, dass die kein Spiel durchspielen können, sondern eben auch mit untereinander wechseln müssen. Die Problematik gibt es als solche in Australien nicht. Es gibt Legionäre, es gab auch viele Brasilianer, es gab
einige Kolumbianer, die einfach ihre Erfahrungen mitbringen. Aber da ist die einstimmige Meinung, sobald du diese Junioren aufbaust, machst du dich frei von dem Bedürfnis, dass du Spieler aus dem Ausland holst, weil du bildest ja deine eigenen Spieler aus und dann hast du auch irgendwo den Anreiz, die auch einzusetzen. Und ja, von dem her, es gibt Ausspielen in Australien. Und die einstimmige Meinung war, dass man die Anzahl derer auch durchaus begrenzen sollte, weil man eben auf die eigene Jugend schauen sollte. Mhm. Nun gibt es ja im Fußball in der dritten Liga, wird ein wenig versucht, diese Problematik durch Anreizsysteme zu lösen. Dort gibt es das Ausbildungs-Umverteilungssystem, also bestimmte Gelder werden von den TV-Rechten abgezweigt, das sind 5 Millionen. Und werden dann aufgeteilt auf die Vereine, die am meisten Jugendspieler eingesetzt haben in den Spielen. Gibt es da, habt ihr darüber mal gesprochen, ob das auch im Futsal vielleicht eine Möglichkeit wäre, also keine Beschränkungen vorzugeben, sondern einfach Anreize zu geben, finanzieller Art, um Jugendspieler einsetzen. Man könnte natürlich auch an Punktanreizsysteme denken. Wer mindestens im Durchschnitt einen Jugendspieler, wie auch immer, einsetzt, bekommt am Ende 3 Punkte. Muss er noch nicht mal monetär sein. Habt ihr da mal irgendwas, hat einer was gesagt? Nee, kam dahingehend gar nichts. Der Vorsprung oder den Wettbewerbsvorteil, den Australien gegenüber anderen Nationen sich selbst auch gibt, ist eben diese Jugendförderung, dass sie sagen, du musst die Jugend parallel ausbilden, Fußball und Futsal, und versuchen, die Stück für Stück im Seniorenbereich einzubinden. Und dadurch, dass du das attraktiv gestaltest und den Jugendlichen zeigst, das hier ist ein attraktiver Sport, kommen die Senioren, plump gesagt, nicht auf falsche Gedanken und holen sich alles nur aus dem Ausland. Mhm. Also liegt auch da eben daran wahrscheinlich, dass eben kaum Legionärsmärkte in der Nähe sind, also Brasilianer, genau, und Kolumbianer zu verpflichten, ist dann ja schon mit sehr, sehr hohen Aufwendungen verbunden. Also müssen diese Spieler schon sehr, sehr gut sein. Und unter dem Mantel wächst der australische Futsal im Jugendbereich wahrscheinlich auch stärker. Gibt es denn sonst was, was du beobachtet hast oder was auch genannt wurde in den Interviews, was die Australier im Jugendbereich anders machen, was diesen Erfolg erklärt? Nein, auf den Jugendbereich bezogen nicht. Futsal Oz macht da, ja, doch, es gibt einen Unterschied. Futsal Oz als privates Unternehmen ist auf alle Schulen im Großraum Melbourne zugegangen und hat mit einigen Schulen auch Kooperationen schließen können, dass man einmal in der Woche einen Trainer an die Schule schickt und der dann mit feinen Klassen wie ein Futsaltraining veranstaltet und du somit natürlich irgendwo auch positive Wirkungen für beide Seiten erzielst. Du zeigst der Jugend deinen Sport und du wirst aber dadurch ja generierst du sowohl Angebot als auch Nachfrage. Und das wurde extrem gut mit den Schülern. Ist wahrscheinlich dann auch wieder verpflichtend, dass man überhaupt... Ja, das wäre mit sich etwas... Also dafür ist wahrscheinlich auch wieder Voraussetzung, dass man eben den Verband hat, der mehr Freiheiten hat und sich überhaupt Mittel relativ einfach auf solche Projekte umlegen kann. Absolut. Weil sowas ist ja aktuell gar nicht wahrscheinlich möglich, so einfach Gelder auf eine Person umzulegen, der Schulen anspricht und Gelder für Trainer bereitzustellen. Das ist wahrscheinlich ein Riesenproblem, ne? In Deutschland wäre das mit Sicherheit eher was vereinseitig passieren müsste. Allerdings hast du da, wie du es richtig sagst, das finanzielle Problem, dass du sowieso aktuell von der Hand in den Mund lebst und dann die Aufwendungen, um auf Schulen zuzugehen, um das alles zu organisieren, schon auch nicht zu vernachlässigen sind. Mhm.
Hast du noch von aus deiner Arbeit Punkte und Ergebnisse, die du für bedeutsam hältst, die nochmal aufzugreifen, wo du selbst überrascht warst oder ja, die du für bedeutsam einfach generell hältst, die man mal erwähnen sollte? Ja, im Großen und Ganzen, was die australische Struktur noch von der deutschen unterscheidet, ist, dass sie auch Futsal viel mehr als Eventsportart vermarkten und eben über diese Schiene kommen zu sagen, hier ist 40 Minuten netto Unterhaltung pur und du kommst nicht um ein bisschen langweiliges Ball hin und her geschiebe zu erleben, sondern du siehst Tore en Massen, du siehst auch mal eine schöne Grätsche und es wird auch mal hitzig und das Ganze eben aus Eventsicht mit dem Anspruch, irgendwann etwas Vergleichbares zum Beispiel NBA. Gibt es denn irgendwelche besonderen Elemente in dieser Eventarisierung, die die Australier anwenden, wodurch es eben zu einem Eventcharakter überhaupt kommt? Ja, du hattest zum Beispiel vor 4 Jahren, als Douglas Costa zu den Bayern kam, hattest du in dem Winter haben sich Douglas Costa und Falcao, also der Futsal Falcao, in Melbourne getroffen und ein Showspiel gemacht. Das waren dann die beiden Mannschaften, waren die beiden ma besten Mannschaften der abgelaufenen Saison. Und dann wurde eine von Douglas Costa und eine von Falcao aufs Feld geführt. Und man hat abseits der Nationals dann eben ein Showspiel veranstaltet. Und das Ganze wurde auch letztes Jahr zu den Nationals dann sogar nochmal ein Stück weiter gesponnen, dass du bei 4 oder 5 Mannschaften Ex-Futsalspieler oder aktuell noch bekannte Spieler eingeladen hast, wie zum Beispiel Pula, den Brasilianer. Dann gab es auch den Freestyler Sean Freestyle, wenn dir der was sagt, der bei Instagram extrem erfolgreich ist, dass du jeder Mannschaft ein Testimonial, sag ich mal, an die Seite gestellt hast, um einfach die Wirkung nach außen zu vergrößern. Hat das funktioniert? Wurde es im Fernsehen übertragen oder live online? Wurde immer bei Facebook live übertragen und dann war die Halle noch voller, als sie sonst war. Und zudem wurde dann auch über den Sean Freestyle wie ein Freestyle-Contest veranstaltet, also mit einem riesen Rahmenprogramm. Clever, ja. Klar, da ist mit Sicherheit Australien näher am US-amerikanischen System. Ich meine, ich erinnere mich da nur an den DFB-Pokalauftritt von Helene Fischer zurück, dass das der deutsche Fußballzuschauer nicht ganz so glorreich findet, wenn aus seinem Fußballspiel ein Event gemacht wird. Aber auch das sind Dinge, die man aus meiner Sicht im Hinterkopf behalten sollte und vielleicht auch schauen sollte, dass man sich dabei einfach den Unterschied zum Fußball darstellt und sagt, wir sind nicht der klassische Fußball, wir sind eine Eventsportart und als solche wollen wir uns auch darstellen. Definitiv, das ist ja eigentlich ist es ja gerade die Stärke, mit dieser alternativen Sportart genauso was zu testen und hier, dass sie auch Wissen für den Fußball aufzubauen. Ja, so was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das finde ich ganz spannend und dann, wenn ich das höre, da geht mir jetzt auch wieder das Herz auf. Ja, was man alles machen könnte und was man gerade mit den Kontakten, wahrscheinlich wieder was die Australier meinen, mit den Kontakten, die der Deutsche Fußballbund hat. Könnte er solche Einlagenspiele, ja, das war auch mal meine Idee, warum denn nicht alle ehemaligen, ja, Fußball-Brasilianer, die mal in der Nationalmannschaft oder Bundesliga gespielt haben in den letzten 10 Jahren, aber Absolut. in ein Futsal-Event zusammenbringen und so ein Event aufzuziehen? Das hat auch in Frankreich ja mal vor einigen Jahren mal ganz gut funktioniert mit Zidane und Co. Dann gab es doch auch noch mit Ronaldinho, gab es doch auch mal so ein Turnier in Kuwait oder ich weiß nicht, wo die Iran, irgendwo war In dieses Indien, in Indien, ja, Indien, richtig, ja. da, genau. Und Die alle Indian Super weltweit League. schauen das, genau, ja. Sowas
Also da bin ich ganz bei dir, da gibt es gar keine Konzepte aktuell, oder? Leider nein. Könnte natürlich auch wieder daran liegen, dass eben diese Schnittstelle fehlt, die halt wirklich Kompetenzen hat, die so etwas zulassen würden. Ja, weil du natürlich dann wieder aus deutscher Sicht die Angst oder die Befürchtung hast, sobald ein Fußballer auf das Futsalfeld geht, sobald er den Platz betritt, hat er sich schon verletzt. Ja, mag bei dem Geld, das im Fußball im Umlauf ist, mit Sicherheit ein Gedanke sein, der nicht ganz unbegründet ist oder dass man keine weiteren Risiken eingeht. Andererseits sehe ich beim Fußball teilweise wesentlich höhere Gefahren als beim Futsal. Ja, also dass da es gibt, ich kenne auch keine Studie, die das wirklich nachweist, dass im Spiel selber dass dort eine höhere Verletzungsgefahr herrscht. Ich meine, es gibt einige Tja. Studien, die sagen, manche Verletzungen sind dann etwas, also die Verletzungen sind anders, andere Arten von Verletzungen, aber dass sie eben nicht häufiger oder schlimmer auftreten. Da gibt es einige Studien zum Vergleich Fußball, Futsal, also, aber die ich mal gelesen habe, war nicht, das Ergebnis war niemals, dass der Futsal um das 20-fache schlimmer ist oder Nee. gefährlicher ist, was er immer so ein bisschen mitschwingt, wenn man mit Fußballern darüber redet, dass es nämlich so wäre. Das ist halt nicht der Ist Fall. auch meine Einschätzung und auch meine eigene Wahrnehmung aus dem letzten Jahrzehnt, Obwohl Fußball ich und muss sagen, im Futsal. letzten Testspiel mit meinen Jungs von Fortuna Düsseldorf 2, ja, gab es dann auch eine Verletzung, so ein Spieler ist an den Pfosten mit dem Bein geschlittert und hat dann eine offene Platzwunde am oberen Schienbein mit offenen Knochen, allem drum und dran. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, gute Grüße an Hannes, unseren Spieler. Jetzt geht es ihm schon wieder besser, musste zum Glück nur genäht werden. Aber da habe ich mich auch daran erinnert, dass in Südamerika diese losen Pfosten benutzt werden. Also dass die Tore nicht zu stark verankert sind. Und da wurde ich wieder daran erinnert, genau deshalb ist das eigentlich besser. Weiß nicht, machen die das, Australier das? Haben die das? Eigentlich genauso wie wir. Also die Okay. Tore sind im Boden verankert. Ja, also es wäre wieder ein Grund, ist als Event natürlich, ja, kann man drüber streiten, ob das dann nicht wieder irgendwelche Emotionen schürt, aber nee, war nicht schön mit anzusehen. Das glaube ich. Jetzt haben wir schon über eine Stunde geredet fast. Luca, hast du Ja. jetzt noch den letzten Punkt noch, den du noch aus deiner Arbeit nochmal mit rausgeben willst in die Welt, bevor sie verschwindet im Nirgendwo? Nein, letzten Endes, ich kann es nur noch mal wiederholen. Der Fußball sollte keinerlei Angst oder Berührungsängste zum Futsal haben. Es hat sich gezeigt, egal ob in den Interviews oder auch der theoretischen Vorarbeit, dass beide nur voneinander profitieren können. Und dementsprechend auch wir uns bewusst machen müssen, was wir auch mit dem DFB, ich will dem DFB da jetzt überhaupt nicht zu nahe treten und sagen, es ist alles schlecht, was der DFB beim Futsal macht. Wir haben mit dem DFB den stärksten Verband der Welt. Wir haben mit der Bundesliga ein Beispielprodukt mit immenser Strahlkraft. Und beides sollten wir versuchen zu nutzen. Und beide sollten auch so weit offen sein, dass sie sagen, ja, mit dem Futsal können wir entweder neue Geschäftsfelder erschließen, können wir die Jugend auf eine andere Art und Weise fördern und können somit auch eine neue erfolgreiche Sportart in Deutschland etablieren, wo es ja dann auch wieder Titel, Pokale, sonst was zu gewinnen gibt, wo man dann auch wieder den Namen Deutschland gerne oder das Land Deutschland gerne oben auf dem Siegertreppchen sehen würde. In dem her, ich glaube, was bleibt, ist, dass wir keine Berührungsängste haben sollten und uns bewusst machen müssen, was wir für ein enormes Potenzial in Deutschland haben. Ich würde da auch nochmal das ein bekanntes Ökonomenzitat mit reinwerfen, der wahre Egoist kooperiert. Und das Ja. könnte ja hier genau der Knackpunkt sein, wenn sich der DFB oder generell Fußballverbände wie auch in Australien gegen das Thema Futsal wehren, ist es eigentlich noch schädlicher,
weil ja beide Seiten reiben sich ja daran und haben Reibungsverluste, dadurch, dass man sich damit beschäftigt. Und ich denke nur an die ganzen Diskussionen, als hier zu Lande Fußballvereine das Futsalverbot für die Spieler ausgesprochen haben. Ja, dann in allen sozialen Medien wurde da kritisch diskutiert und es gab Verlegungsanträge der anderen Teams. Also ganz viele Probleme, die nur deswegen dann auch aufkamen, weil man sich eben nicht dieser Kooperation hingegeben hat, sondern auf die Isolation gegangen ist. Und eben diese. Kann ich nur unterschreiben. Kann man echt hoffen, dass alle Seiten da die Kooperation stärker sehen und dass es auch nicht so ein Modell wird wie in Australien. Ist ja wirklich schade. Eigentlich, wenn man es mal so nimmt, ist es wirklich schade, dass die beiden Verbände oder der private Anbieter und der Verband sich so weit entfernt haben. Ja, absolut. Es hätte auch enormes Wachstumspotenzial. Ja. Bleibt abzuwarten, wie es sich entwickelt. Hoffen wir das Beste und hoffentlich konnte dein Input, den du mit deinen Interviews und hier auch mit deinen Einblicken, die du gegeben hast, die sehr, sehr detailliert waren und ich finde wieder eine neue Perspektive auf Sachen geworfen haben, hilft ja auch, sich das Trauma, das deutsche Futsal-Trauma für manchen vielleicht wieder etwas besser sich anzunähern und damit besser umzugehen. Von daher danke ich dir vielmals für die Einblicke in deine Arbeit. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Ich wünsche dir natürlich einmal beruflich alles Gute, dass jetzt nach der Masterarbeit jetzt rausgehst, nach der Feierphase nach der Masterarbeit und dass wir dich natürlich auch wieder fit zurück auf dem Parkett bald wieder sehen. Ja, ich gebe mein Bestes. Der zweite Platz dieses Jahr, der Regensburger, war ja schon mal eine gute Vorarbeit. Jetzt kann es nächstes Jahr nur besser werden. Ja, dann gib alles. Danke, Luca. Danke. Danke, tschüss, ne? Ciao.